Und mein Name ist Dedu und ich leite das Pop-Up-Yoga hier in Zürich. Und wir beschäftigen uns einmal wieder mit Entgiftung, mit Detox und mit sich gut fühlen. Und genau das schauen wir heute an. Mit Frühlingsputz assoziieren viele von uns einfach das Putzen von der eigenen Wohnung. Aber im Yoga haben wir viel mehr Möglichkeiten, einen Frühlingsputz zu machen. Und zwar nicht nur für aussen oder in der Wohnung, sondern auch in uns innen. Und mit dem Körper auch den wieder so ein bisschen richtig ausputzen und alles loslassen und Platz für Neues schaffen. Eine gute Methode für einen Frühlingsputz zu machen, ist einen Zungenreiniger brauchen. Und zwar kannst du gerade nach dem Aufstehen den benutzen, um deine Zunge von ihrem Belag zu befreien. Über Nacht sammelt sich nämlich recht viel Belag auf deiner Zunge an. Weil Zunge, kannst du dir vorstellen, oder das Maul ist dort, wo unsere Verdauung eigentlich anfängt. Darum, wenn du einen positiven Effekt auf deine Verdauung haben willst, dann fang mit einem Zungenschabber an oder mit einer Zungenreinigung am Morgen und start so in deinen Tag. Du kannst sehr gut mit so einem Zungenschabber arbeiten. Und zwar, die sind meistens aus Kupfer, das ist auf jeden Fall die beste Qualität. Um den zu brauchen, einen ein bisschen breiter machen, umbeugen und dann für die Zunge brauchen. Wenn du keinen Zungenschabber hast, wunderbar, nimm ein normales Kaffeelöffel und auch mit dem kannst du deine Zunge gut von ihrem Belag befreien. Ein weiteres gutes Tool ist, wenn du am Morgen ein Glas warmes Wasser trinkst auf leeren Magen. Das kannst du dir vorstellen, ist wie eine Dusche für deine inneren Organe. Das kurbelt die ganz fein an und bringt sie so ein bisschen in Schwung, dass sie den ganzen Tag gut funktionieren. Frühlingszeit ist für viele auch eine Zeit vom Verzicht und vom Fasten. Jetzt ist es aber so, dass du nicht unbedingt musst auf ganz vieles verzichten, sondern aus dem Yoga empfehle ich dir, einfach viel bewusster zu konsumieren und bewusster dich zu ernähren. Das fängt dort dann auch an, dass du dir Zeit lässt zum Essen und dass du, wir haben es alle schon gehört, 30 Mal versuchst zu kauen. Das hilft dir, dass du langsamer isst und somit auch viel weniger nachher essen, als wenn du das einfach ganz schnell isst und dazu noch jenste Sachen machst. Also du konzentrierst dich aufs Essen und lässt dir Zeit. Auch unsere Atmung ist ein super Tool, um Altlasten, die uns beschweren, können loslassen und ausatmen. Für die Atmung ist es sehr wichtig, dass du eine aufrechte Wirbelsäule hast. Darum schau, dass du entweder in einem Schneidersitz sitzen kannst oder auf einem Stuhl und eine aufrechte Sitzhaltung einnehmen kannst. Bei dieser Übung tun wir uns besonders aufs Ausatmen konzentrieren. Das heisst, stell dir vor, dass mit jedem Mal ausatmen du Altlasten oder Sachen, die du schon lange mit dir umeinander trägst, kannst ausatmen und dich davon befreien. Du kannst am besten 5-mal ein- und ausatmen und wirklich jede Ausatmung zählt. Das ist unser Fokus, das Loslassen und das Freiwerden von Altem. Vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die mit dem Handy ins Bett gehen. Das heisst, noch ein bisschen vorher töckeln, bevor er einschläft. Oder vielleicht auch am Morgen als erstes aufs Handy schaut und gerade wieder irgendwelche E-Mails beantworten oder auf sozialen Netzwerken Sachen posten oder anschauen. Darum, ein digitaler Detox ist definitiv eine gute Sache im Frühling auch wieder, um einfach auch besser schlafen, einen gesünderen, besseren Schlaf haben. Darum empfehle ich dir aus yogischer Sicht auch wieder, dass du dein Handy weglegst, eine Stunde bevor du ins Bett gehst und eigentlich so dich optimal auf deinen Schlaf vorbereiten und nicht nur die ganze Zeit abgelenkt bist und am Morgen auch ohne Handy wieder aufstehen, dir ganz altmodisch einen Wecker stellst und so in deinen Tag startest. Natürlich können wir auch mit dem Körper arbeiten, das heisst im Yoga können wir verschiedene Yoga-Posen machen, die den Frühlingsputz unterstützen. Und zwar ganz einfach, du liegst auf deinen Rücken, am besten auf einer Yogamatte oder bei dir daheim auf dem Teppich, du hast beide Knie zu dir hinziehen und das hilft schon mal sehr der Verdauung, so tust du sie nämlich schön aktivieren. Du kannst auch ein bisschen von links nach rechts gehen mit deinen Knien. Oder auch nur ein Bein ausstrecken und dann das andere Bein ganz nahe zu dir hinziehen.
Auch das stimuliert deine Verdauung. Von da können wir auch noch in eine weitere Übung gehen, und zwar in einen Twist. Nimm dein Knie auf die entgegengesetzte Seite, schau zu deinem Arm und von da du tief ausatmen und auch so wieder dich von Altlasten befreien. Durch die Nase oder durchs Maul ausatmen. Und Länge in deine Wirbelsäule geben und gleichzeitig auch hier wieder deine Organe aktivieren, damit sie wieder anfangen, richtig gut zu arbeiten. Ein weiterer Tipp, ganz konkret, werde ich dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Und zwar, ich weiss, wie gut dass es mir tut, wenn ich im Frühling ausmiste. Das heisst, alte Schränke aufmachen, schauen, was ist drin, was brauche ich wirklich und was kann ich weggeben oder was einmal aufbrauchen, was ich nicht mehr brauche. Und so gehe ich Zimmer für Zimmer durch und tue jedes wieder mal ausmiste. Und ich fühle mich nachher total gut, nachdem ich das daheim gemacht habe. Besonders befreiend ist es natürlich auch wieder einmal, um das zu machen, wo du dich meistens nicht getraust und vielleicht weniger machst. Also sei das einfach wieder einmal laut sein, zu lachen, schreien, tanzen, singen. All die Sachen, die wir als Kind so natürlich gemacht haben. Trau dich auch jetzt wieder einmal, so ein das innere Kind ein bisschen rauszulassen und so richtig fest zu geniessen, wer du bist und wo du in deinem Leben stehst.